Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir Color or Die. Felix meinte, ich soll das spielen. Ich habe ihm gesagt, ich mag keine Horrorspiele, aber Laufschuhe, ich brauche die. Ah, darf ich nicht. Na gut. Schwarz, um öffnen zu klicken. Ja, öffnen, klicken. Klar. Bam, 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 bam. Jetzt ist alles schwarz und jetzt kann ich durch. Wie man spielt. Rot vor Rot, gut. Rot vor Blau, schlecht. Gar keine Farbe vor Blau, auch schlecht. Gut, das habe ich verstanden. Ich nehme Rot und ich stelle mich vor Rot. Du kannst jetzt die rote Tür öffnen und dich in roten Wänden verstecken. Geil, ich kann extra Lives kaufen. Hier ist alles grün. Na, okay. Ich bleibe einfach immer an roten Wänden stehen oder wie? Wenn es flackert oder wann soll ich das machen? Ich weiß es nicht. Vor allem das Spiel hat... Ich habe den Sound angestellt, aber ich höre noch keinen Sound. Vielleicht kommt der Sound noch. Wir gucken uns erstmal. Ah, ein Pinsel. Den nehme ich mit. Den kann man ja immer gebrauchen, so ein Pinsel. Vor allem in einem Spiel, in dem alles voller Farben ist. Wer ist denn das da? Ist mir egal. Hier brauche ich einen Schraubenzieher für. Alles klar. Wer ist ein grüner Mann? Ich bin ein roter Mann. Hierfür brauche ich gelb. Habe ich aber nicht. Ich bin rot. Ich glaube, ich suche erstmal nach einer roten Tür. Und nach noch einem Pinsel. Sehr gut. Ah, ich glaube, ich muss alle Pinsel sammeln. Ich habe oben schon 2 von 13. Alles klar. Easy. Was mir nicht gefällt, ist, dass ich keine roten Wände mehr sehe. Doch das hier. Das ist, glaube ich, orange. Oder? Oh, eine Treppe. Wie schön. Es gibt 2 Etagen. Und hier ist alles schwarz. Und ich bin auch schwarz. Okay, ich gehe ja wieder runter, dann eben nicht. Okay, dann darf ich wohl noch nicht hochgehen, ich hab's verstanden. Ah, und das ist dann der Ausgang, wo ich nur rein kann, wenn ich alle 13 Pinsel habe. Alles easy, okay. Oh oh, ich glaube, ich gehe mal an eine rote Wand, dann bin ich versteckt, während dieser Effekt hier auf mir ist. Was soll denn das? Hört ihr das? Ah, hi. Tschüss. Geht der jetzt weg? Ja, sehr gut. Guck mal, der macht sogar Spuren auf dem Boden. Ist ja eigentlich ganz chillig, ne? Einfach so ein kleines Farbmonsterchen, das mich nicht sieht, wenn ich mich vor eine rote Wand stelle, obwohl ich eine große weiße Umrandung um mich drumherum habe. Aber egal. Oh, ist das rot? Nein, das ist orange. So ein Mist aber auch. Oh, noch ein Pinsel. Perfekt. Meiner. Rot! Endlich! Bam, 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 bam. Yeah. Oh, warte mal. Bin ich nicht mehr rot? Oh, oh. Ich habe keine Farbe mehr. Ich warte einfach, bis er vorbeigeht. Ich habe einen Schraubenzieher gefunden. Und ich brauche einen Hammer, um hier durchzukommen. Okay. Ich habe keine Farbe mehr. Was soll ich denn machen? Ich habe keine Farbe. Oh Gott, ich habe keine Farbe. Lass mich in Ruhe. Okay, ich gehe einfach da lang und suche mir eine Farbe. Warte, Schraubenzieher war doch da hinten irgendwo, wo das Monster ist. Wow. Oh oh. Oh oh, tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. Lass mich in Ruhe. Bist du weg? Gut. Er ist nicht weg. Er ist nicht weg. Alter, nein, jetzt hör auf, hierher zu kommen. Und geh einfach, geh einfach. Ich glaube, der kann hier gar nicht durch, weil er zu groß ist, oder? Ich bleib hier einfach stehen. Ja, verfolg ihn, nicht mich. Haha. Okay, wo muss ich mit dem Schraubenzieher hin? Vielleicht hier rein? Okay, da ist jemand gestorben. Der kann Leute töten, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das hier ist nur ein Spiel. Aber der will ja wirklich Menschen töten. Wo brauche ich denn jetzt den Schraubenzieher? Okay, hier darf ich nicht hin. Oh oh, oh oh. Ich bin tot. Ich habe verloren. Ja. Mensch! Okay, wir merken uns, ich muss gucken, wo ich den Schraubenzieher brauche, bevor ich ihn aufhebe. Weil ich sonst keine Farbe mehr habe. Okay, wir werden rot und machen das jetzt. Jetzt laufen wir einfach durch. Oh, das Schöne ist, ich behalte sogar meine Pinsel, die ich schon gefunden habe. Es ist ja super easy hier. Noch ein Pinsel. Yeah. Hier haben wir gelb, da haben wir rot. Da haben wir lila. Das ist blau. Ja, lila steht da. Sehr gut. Guck mal, hier bin ich neulich lang und bin dann gestorben. Da war das Monster gerade. Das sehe ich an den Fußstapfen. Da ist blau. Hier ist der Ausgang. Hier bin ich gestorben. Da vorne. Hier brauche ich grün. Kann ich eigentlich klicken? Nee, funktioniert nicht. So, hier haben wir ein Löch. Ein Löcheli. Und da ist rot. Ich mache jetzt erstmal rot auf. Blapp. Aber den Schrauben... Oh nein, warte mal. Ich kann mich nicht mehr an... Oh... Ich dachte, wenn ich den Schraubenzieher aufhebe. Aber nein, wenn ich meine rote Farbe verschütte. Das ist schlecht. Ganz schön schlecht. Ah, ich hab's gefunden. Ein neuer Eimer. Ja, ich habe jetzt Orange. Sehr gut. Hierfür brauche ich Petrol. Alles klar. Gehen wir hier durch. Jetzt habe ich wieder Orange. Da vorne ist Orange. Alles schön mit Orange. Orange war, glaube ich, irgendwo da hinten. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber das finden wir raus. Ich meine, was sollte schon Schlimmes passieren, oder? Aber was mich genervt hat, ist... Okay, das Monster ist da, wo ich hin möchte. Also warte ich jetzt erstmal hier so ein bisschen vor Orange. Felix meinte, er hat 20 Minuten hierfür gebraucht. Ich sitze hier jetzt schon 7 Minuten und habe gerade mal Orange. Das kann ja nicht jeder so ein Profi sein. Wie Felix. Hi. Tschüss. Jetzt geh weg und bleib weg. Furchtbar mit diesen Monstern heutzutage. Keinen Anstand, keine Manieren. Ja, da geht's hoch zu schwarz, aber orange war unten. So viel weiß ich noch. Nee, orange war, glaube ich, auf der ganz anderen Seite der Map. Hier ist orange. Blub, 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 blub. So, und jetzt habe ich gelb. Und ich sehe kein gelb. Da ist gelb. Sehr gut. Weil ich
merke, dass das Monster in der Nähe ist. Hilfe, Hilfe, lass mich in Ruhe. Böses Monster. Okay, wo war Gell? Ich guck einfach mal da lang. Oh, hier ist sehr viel Gell. Aber nicht mein Gell, also nicht die gelbe Tür, in die ich rein muss. Ey, guck mal, da ist das Monster. Lauf mir mal da lang, komm. Da hinten war ich noch nie. Hier brauchte ich den Schraubenzieher. Aber hier, was es hier wohl alles gibt? Ein Tisch, okay. Sehr wenig gelbe Wände. Aber eine Safe Zone, yay. Hey, ich bin Gell. Updated Map coming soon, alles klar. Gut, dann schauen wir uns weiter um. Vielleicht finden wir irgendwann die gelbe Tür. Ah, ein Pinsel. An dem bin ich schon zweimal vorbeigelaufen, locker. Blap, 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 blap. So. Hier brauchen wir eine Säge für. Okay. Oh, eine Obby. Blup, 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 blup. Alles ist so entspannt. Und jetzt haben wir grün. Und einen Pinsel. Und einen Schlüssel. Ich hatte doch einen Schlüssel, oder hatte ich keinen Schlüssel? So ein Mist aber auch. Gehen wir wieder runter. Obwohl, ich glaube, ich sterbe nicht mal, wenn ich runterfalle. Weil ich habe vorhin jemanden runterfallen sehen. Ja, da hinten ist eine Leiter. Egal, wir haben schon mal grün. Mach jetzt weiter. Aber wisst ihr noch, ob ich einen Schlüssel von... Oh Gott. Wisst ihr noch, ob ich beim letzten Mal einen Schlüssel gefunden habe oder nicht? Weil ich habe irgendetwas gefunden, was ich dann hatte. Aber ich weiß nicht, ob es ein Pinsel war oder ein Schlüssel. Oder ob da hinten ein Monster ist, das auf mich zukommt. Ich weiß es nicht. Ey, Monster, komm mal ran. Na, ein bisschen kuscheln. Doch nicht? Okay, dann hau halt ab. Ich dachte, wir haben jetzt ein bisschen Spaß miteinander. Niemand will mit mir kuscheln. Möchte auch niemand mit dir kuscheln? Wenn ja, schreib eine 1 in den Chat. Guck mal, alle kommen von da angelaufen. Dann ist es bestimmt sicher, da hinzulaufen. Ah, wollte ich gerade sagen. Hilfe. Ich weiß halt wirklich nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, grün ist da hinten, aber das ist auch das Monster, also... Alter, das Monster sollte auch mal weggehen. Wirklich? Ja, komm, kuschel mit mir. Dann eben nicht. Aber das Monster soll endlich mal da weggehen, da will ich hin. Okay, ich gehe einfach woanders lang gucken. Wenn es sein muss, dann gehe ich woanders lang gucken. Ich gehe in die Safe Zone. Die Safe Zone ist nämlich grün. Hier, guck mal, ich bin in der Safe Zone und hier ist alles grün. Extra Lives brauche ich nicht. Ich bin ein Mann. Wie viel kosten mich die Schuhe? 400... Ah, nee, ich dachte schon. 160 Robux. So viel habe ich leider nicht. So, was kann ich eigentlich da oben machen? Oh, ich weiß es nicht. Aber die haben Farben, die ich nicht habe. Hier brauchen wir lila. Warte mal, dann brauchten wir da hinten, glaube ich, blau. Ach, nee, du. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ist sie weg? Sehr gut. Ah! Ich dachte, du bist da lang gelaufen. Ich will doch nur vorankommen. Und ich will grün finden. Wo ist grün? Ich habe einfach keine Orientierung. Ich glaube, wenn ich da lang laufe, finde ich blau. Also gehe ich da gar nicht erst hin, sondern gehe ich hier hin, weil hier ist grün. Das wusste ich. Blub, 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 blub. So. Und hier finde ich Formen. Ich brauche ein Dreieck. So, wir nehmen erstmal das und das. Jetzt bin ich türkis. Nee, Petrol bin ich jetzt natürlich, Petrol. Und mir fehlt ein Dreieck. Mit dem Dreieck komme ich ja dann an die blaue Farbe ran. Und wo finde ich jetzt ein Dreieck? Wahrscheinlich in der Petrolentür. Wo ist Petrol? Hä? Mal da hinten ist das Monster gewesen. Monster, wo bist du hin? Wollen wir ein Eis essen gehen? Wollen wir kein Eis essen gehen? Okay, es geht einfach an mir vorbei. Es hat mich keines Blickes gewürdigt. Hier ist blau. Warte, wenn hier blau ist, dann hatte ich das anders in Erinnerung. Das Monster ist auch ganz schön schnell, oder? Naja. Oh, lol. Ja, du. Gut, ich habe das doch noch richtig in Erinnerung. Ich habe mich nur mal wieder verlaufen. Typisch. Da kann das Monster durch Wände laufen. So. Ist ja einfach nur logisch, ne? Ey, wo kommst du denn her? Ja, wahrscheinlich von oben. Alter, jetzt geh endlich vorbei, blödes Monster. Jetzt hau ab! Keiner will dich. Das Spiel wäre viel besser ohne dich. Das war ein bisschen gemein, was ich jetzt gesagt habe. Aber manchmal muss ich einfach sagen, was ich fühle. Hier war dieses gelbe Ding. Hierfür brauche ich auch einen Hammer. Stimmt, ich brauche noch einen Hammer. Aber wo ist jetzt Petrol? Das kann ja eigentlich nur entweder hier sein oder da hinten in die Richtung sein. Weil da habe ich ja noch nicht nachgeguckt. Also seitdem ich Petrol bin, ist die Safe Zone. Obwohl, ich gehe mal raus aus der Safe Zone. Auf der Seite. Dann gehen wir nochmal alles. Alle laufen in die Safe Zone rein. Der hat einen Schraubenzieher. Ich habe das Gefühl, ich laufe nur im Kreis. Die Map ist halt echt nicht groß. Ich könnte einfach mal anfangen, sie mir zu merken. Es wäre so praktisch, wenn ich mir einfach die Map merken würde. Was soll denn das? Petrol muss hier irgendwo in der Mitte sein. Weil ich bin auch außen schon überall lang gelaufen, oder? Ich weiß es nicht. Willkommen in Grün. Das hier war ja grün. Oh oh. Also wo ist jetzt nochmal Petrol? Oh, ich glaube, das Monster ist gerade über... Nee, da. Ich dachte, das wäre über mir, weil es war voll nah, aber ich habe es nicht gesehen. Alter, willst du jetzt auch mal weggehen? Der Effekt geht nicht weg. Alter, das läuft die ganze Zeit im Kreis um mich rum. Ich bin Felix, ich habe hier für 20 Minuten gebraucht. Ich bin Conny und ich brauche dafür 18 Minuten und finde nicht mal die blöde petrolene Tür. So, zum 100. Mal. Diesmal läuft er nicht im Kreis. Sehr gut. Hier ist lila? Bin ich schon so weit auf der linken Seite? Offenbar. Und jetzt kommt das Monster. Ich will mich doch nur mal umsehen. Hi Monster, hau ab.
Hau ab, habe ich gesagt. Aber wenn ich hier hinlaufe, komme ich wieder in der Safe Zone raus. Ja. Okay, wir versuchen es mal andersrum. Statt im Uhrzeigersinn laufe ich jetzt mal gegen den Uhrzeigersinn. Vielleicht finde ich dann was, weil ich aus einem anderen Blickwinkel alles betrachte. Aber gleich komme ich wieder bei der grünen Tür an, oder? Und hier war das Monster neulich. Ist da lang gelaufen? Warte mal, wie weit geht's nach da hinten rüber? Ah! Nein! 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 Alter, da war nirgends Türkis. Und das Ding wird wieder im Kreis laufen und mich wieder an derselben Stelle abfangen. An exakt der gleichen Stelle. Hier haben wir Türkis. Ich meine, Petrol. Es ist eigentlich Petrol, wenn ich dunkel bin, aber wenn es leuchtet, ist es Türkis. Meine einzige Chance ist es, da hochzugehen. Aber hier bin ich nicht mehr Petrol, sondern schwarz. Nein, oder? Aber wisst ihr was, ist mir egal, ich laufe jetzt durch. Okay, da oben war nur ein Pinsel, mehr ist da oben nicht. Ich habe die Petroltür safe schon mal gesehen, aber ich finde sie nicht mehr. Und das Ding kommt auch immer wieder. Laufen wir hier lang und wir finden die Safe Zone. Yay! Oh, wow. Ich war doch schon überall, hä? In welcher Ecke war ich noch nicht? Hier komme ich dann wieder bei der grünen Tür raus, oder? Also wenn das Monster mich mal in Ruhe lassen würde, dann könnte ich nachgucken. Nee, tatsächlich nicht bei der grünen Tür. Jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen, oder? Ja, Monster. Hier ist die grüne Tür, ja. Alter, hier ist nirgends meine Farbe. Alter. Wie soll ich denn da langlaufen, wenn da ein Monster kommt und hier nirgends meine Farbe ist zum Verstecken? Ich laufe einfach. Ich laufe einfach durch, wie ein Held, wie ein Krieger. Das war's. Das war's. Ich bin die ganze Map durchgelaufen. Es gibt kein Petrol. Das Spiel hat mich reingelegt. Ich hab diese Tür doch mal gesehen. Wo ist die? Warte mal, hier ist ja ein anderer Drop Point als woanders. Warte mal, war hier hinten Petrol? Nee, da hinten brauchte man einen Schlüssel. Das ist was anderes. Wir gehen nochmal hier rein. Hier war Petrol. Oh mein Gott. Dankeschön. Ey, warum muss ich mich an solche Sachen erinnern? Das ist pink und nicht grün. Das muss grün sein. Oh, nee, oder? Egal. Wir gehen wieder zurück. Ich habe keine Farbe mehr. Ich habe keine Farbe mehr. Und ich finde den Weg nicht mehr. Mund auf, Augen zu, beten und beißen. So, das ist der Weg. Ist das der Weg? Das muss der Weg sein. Ja, das ist der Weg. Bitte pass. Es passt. Ja, ich habe blau. Endlich. So, ich weiß, wo ich hin muss mit blau. Ich laufe jetzt dem Monster hinterher. Es darf sich nur nicht umdrehen. Es dreht sich um. Lass mich. Und jetzt hau ab. Geh ganz weit weg. Ganz weit weg. Ich hab's endlich gefunden. Ah! Lass mich in Ruhe. Da ist blau. Ich will da doch nur hin. Geh ganz, ganz, ganz weit weg. Okay. Blub, 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 blub. Und hier haben wir die Säge. Okay, die Säge. Ich habe keine Farbe mehr. Hm. Wie soll ich so ohne Farbe da hinschaffen? Ich muss ja durch solche Sachen durchgehen. Ach nee, du. Lock das weg. Lock das ganz weit weg. Okay. Sägen, Brett, eine provisorische Brücke. Warum ist ein Brett immer eine Brücke? Okay. Hops, 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 hops. Wie viele Hopses muss ich denn noch machen? Ist mir egal, ich hops, solange es sein muss. Hops, hops, hops. Okay, wir haben jetzt lila und einen Pinsel. Und muss ich drehen? Aufrecht über Kopf, aufrecht über Kopf, aufrecht. Ich glaube, das ist kein Code, sondern einfach nur Design. Ich sehe keinen Grund, wofür ich jetzt das Brett bräuchte. Vielleicht brauche ich das, wenn ich bei lila bin. Okay, hier ist zum Glück eine violette Wand. Und dann begeben wir uns zu lila. So, lila. Wir sind in lila. Klettern hoch. Haben hier den vorletzten Pinsel, die Brücke. Haben hier den Hammer. Pink. Ich brauche pink. Und da ist dann der Schlüssel. Welche Farbe habe ich jetzt? Keine. So ein Mist aber auch. Wo brauchte ich nochmal den Hammer? Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wo ich den Hammer brauchte. Nein, ich bin so kurz davor. Und ich muss mich jetzt ohne Farbe zu einem Hammer finden, den ich nicht, wo ich nicht weiß, wo der ist. Hier waren die Bretter. Hier trotzdem nochmal da. Nee, da brauche ich ja den Schlüssel. Oh oh, ich bin wieder hier. Und da unten ist das Monster. Das Monster soll weggehen, das darf da jetzt nicht sein. Ich kann mich nicht verstecken, wenn das Monster hier ist. Wenn ich sterbe, ist das Video übrigens vorbei, Leute. Dann ist aber ganz schnell Schluss. Hammer, Hammer, bam, pink. Ja, okay. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss es nur hinschaffen. Ich höre das Monster und laufe trotzdem weiter. Ich kletter die Leiter hoch. Hinten ist pink. Dann werde ich den Schlüssel finden und dann habe ich wieder keine Farbe, um da hinzukommen. Aber wir trauen uns wie Männer. Es gibt zwei Möglichkeiten, weil ich schon wieder vergessen habe. Entweder... Nee, hier war der Hammer, okay. Oh nein, jetzt habe ich mich verlaufen. Warum verlaufe ich mich immer so schnell? Oh nein. Steps in diese Richtung. Ich laufe in die andere. Ich kann mir nicht erlauben, in der Nähe von dem Ding zu sein, weil es ist schneller als ich. Okay. Wir sind hier. Ich gehe hier rein und laufe hier rüber. Ups. Okay, und dann haben wir es fast geschafft. Dahinter wird dann der letzte Schlüssel sein. Der letzte Pinsel sein. Und dann müssen wir es nur noch zum Ausgang schaffen. So, schnell hier rein, den letzten Pinsel aufsammeln. Und jetzt müssen wir es zum Ausgang schaffen. Wir sind so kurz vom Ziel, Leute. Ich darf jetzt nicht sterben. Auf geht's. Und einmal zeigen, was für ein Skill ich habe und die Obby wieder schaffen, ohne zu scheitern.
Weil ich bin ein Profi. Seid ehrlich, wenn ihr das Spiel, wenn einer von euch das Spiel gespielt habt, seid ehrlich, seid ihr bei der Obby einmal runtergefallen? Ich nicht, weil ich bin zu gut dafür. Okay, das Monster ist in der Nähe. Ich weiß aber nicht, in welche Richtung. Ich versuche mich sicher zu halten, immer bei diesen Dingern, weil es hier nicht durch kann. Ich spüre es nicht. Ich sehe es, ich sehe es. Lass mich. Und geh. Ich gehe auch meines Weges. Nein, warte. Nein, doch. Habe ich mich verlaufen? Ich habe mich verlaufen. Ich dachte, hier wäre das Ziel. Aber da ist das Monster. Ich bin einmal falsch abgewogen. Bitte geh weg, Monster, und komm nicht zurück. Okay. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Dieser Ort ist großartig. Ist der großartig? Ich weiß nicht. Ich sehe dein Herz. Weil ich kann Linksklick machen, dann macht es. Das ist ein Smiley. Aber habe ich das Spiel jetzt durchgespielt oder das ist ein Haus? Ich finde, das ist ein super geiles Design, wie hier so Scribbles in der Luft sind, so dreidimensional. Wenn man vorbeiläuft, sieht man es erst. Und dann habe ich weiß. Um das Ende zu erreichen, musst du den Anfang suchen. Okay, ich bin doch noch nicht durch. Ich muss jetzt nochmal zurück zum Anfang. Okay. Bitte lass da kein Monster sein. Ich laufe jetzt einfach. Ich laufe jetzt einfach. Ach nein! Ich habe kein Versteck aktuell. Gut, jetzt habe ich ein Versteck. Jetzt einfach durch. Jetzt einfach durch. Augen zu und hoffen. Augen zu und hoffen. Hier einfach weiterlaufen. Ich weiß ganz genau, wo ich hin muss. Weil ich bin schon so oft zur Safe Zone gelaufen. Ich weiß ganz genau, wo die Safe Zone ist. Und zwar hier. Hier ist die Safe Zone. Ich habe es geschafft. Ich bin zurück. Zurück am Anfang. Zurück im weißen Raum. Und hier ist weiß. Blub, 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 blub.